Willkommen zurück. Im zweiten Teil der Vorlesung wollen wir uns angucken, wie relevant ist eigentlich Software. Also wie verbreitet ist Software, was hat Software, was bedeutet das für unseren Alltag? Gibt es vielleicht irgendwelche Risiken, die durch Software entstehen? Gibt es irgendwelche Chancen? Und da möchte ich noch mal kurz zurückgehen zu den praktischen Aufgaben, die ihr eben machen solltet. Und zwar zeigt das eigentlich schon ganz eindrucksvoll zwei mögliche Fälle. Das Flugzeug 801 ist abgestürzt, weil es eine Software gab, die deaktiviert wurde. Das war eine Software, die verhindern sollte, dass das Flugzeug zu schnell zu tief sinkt. Und die wurde deaktiviert an diesem einen Flughafen. Und letztlich ist es eine Verkettung immer von mehreren Umständen. Allerdings diese Software hätte Menschenleben retten können, wenn sie nicht deaktiviert gewesen wäre. Das Gegenteil haben wir bei der Ariane 5 Rakete, denn da wurde Software von der Ariane 4 verwendet. Und der bestimmte Teil, der zum Absturz der Rakete geführt hat, genau genommen wurde die Rakete dann, ist eine Selbstsprengung vonstatten gegangen, nachdem die Rakete vom Kurs abgekommen ist. Das ist eben, damit die Rakete nicht irgendwo in bewohntes Gebiet fliegt und damit sozusagen Menschenleben kosten kann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist deswegen, oder ist es zu diesem Absturz letztlich gekommen und diesem Fehlverhalten, weil Software übernommen wurde, die überhaupt nicht gebraucht wurde. Das heißt, praktisch ist es so, dass da eine Software dafür gesorgt hat, eine Software, die einfach zu viel da war. Und natürlich hat das einen Einfluss, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie relevant ist Software. Also wir haben jetzt schon zwei Fälle gesehen. Einmal ist, weil eine Software nicht da war oder deaktiviert war, das Flugzeug abgestürzt. Und im anderen Fall ist, weil zu viel Software da war, weil Software einfach nicht so funktioniert wurde, die funktioniert hat, die allerdings tatsächlich nicht mal gebraucht worden wäre. Und zum Thema unnütze Software habe ich einen kleinen Comic dabei. Ja, wenn das Beispiel zeigt mit dem Adobe Download Manager, dass ja, vielleicht gibt es nicht alle Software, die so super wichtig ist aus unserer Sicht. Und tatsächlich wäre sogar der Adobe Download Manager überflüssig, weil Microsoft Windows zum Beispiel ja auch anbietet, dass Software auch geupdatet werden kann über den Update-Service, den Windows anbietet. Allerdings Adobe sich sagt, ja, sie wollen das nicht nutzen, zum Beispiel aus finanziellen Interessen. Das heißt, es gibt zusätzlich zu den Adobe-Produkten, das heißt, man installiert sich den Adobe Photoshop oder den Acrobat Reader, gibt es zusätzlich einen Download-Manager, der dafür sorgt, dass es irgendwie Updates gibt für diese Programme. Und hier ist das ein bisschen aufs Korn genommen, weil der Download-Manager natürlich auch wieder Updates braucht. Und diese Updates erlauben einem neue Updates für andere Programme oder für sich selbst zu ermöglichen. Und tatsächlich ist die Philosophie von Adobe da inzwischen so, dass es mehr im Hintergrund läuft. Also früher musste man die Updates von dem Download Manager auch noch ein Stück weit bestätigen. Heute läuft das mehr oder weniger im Hintergrund. Allerdings, ihr könnt in den Task Manager gucken. Sehr wahrscheinlich, zumindest wenn ihr Windows nutzt, wird auf eurem System wahrscheinlich auch dieser Update Manager laufen. Ich möchte jetzt ein bisschen illustrieren, was Software in unserer Welt bedeutet, wie viel oder welchen Einfluss Software hat. Und wir werden das vor allem mal daran machen, festmachen am Anfang, indem wir gucken, wie viele Computer gab es eigentlich oder wie viele Computer wurden über die Zeit gekauft. Und jetzt habe ich hier keine sehr alten Zahlen, natürlich irgendwie die ersten Personal Computer und irgendwie so den 60er Jahren oder sowas, aber das war natürlich noch nichts, was irgendwie die breite Masse erreicht hat. Ja, das heißt, natürlich war das schon irgendwie der Ursprung, wo irgendwie viel der Software herkommt,
und wo schon Software entwickelt wurde, aber der große Durchbruch kam tatsächlich erst später. Und so in Familien sind sich oder so in den alltäglichen oder ja, zumindest in Industrieländern sind PCs wahrscheinlich auch erst so mit den 90ern, vielleicht in manchen Familien schon mit 80er Jahren, allerdings in vielen erst mit den 90er oder vielleicht sogar in den 2000er Jahren angekommen. Und das sehen wir auch so ein bisschen an den Verkaufszahlen. Das ist jetzt hier weltweit als Verkaufszahlen. Und da sehen wir irgendwie, da war der Höhepunkt dann 2011. Und dann ging es zurück. Und da könnte man jetzt, wenn man nur auf diese Grafik guckt, irgendwie den Eindruck bekommen, naja, dann ist ja jetzt Software irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Aber tatsächlich ist der Grund für diese reduzierten Zahlen, dass inzwischen einfach andere Geräte benutzt werden. Es werden inzwischen nicht mehr so viel Standrechner oder Notebooks benutzt, sondern eben viel Smartphones, Tablets und ähnliches. Das heißt, gewissermaßen wurde diese Technologie auf der Hardware-Seite eigentlich nur ersetzt. Und es bedeutet nicht zwingend, dass wir jetzt Software jetzt weniger Impact hat. Aber wenn wir allein auf diese Grafik gucken, können wir sozusagen sehen, dass natürlich, also Privatanwender, die keinen Rechner haben, sind weniger von Software abhängig als welche, die einen Rechner haben und dann da sozusagen natürlich auch sich mit allen Problemen und jeglichem da rumschlagen müssen. Eine andere Grafik, die uns vielleicht hilft, das ein bisschen zu verstehen, wie sich das auch über die Zeit entwickelt hat, ist, wir können uns angucken, wie viele Mobilfunkverträge gab es über die Zeit. Und das können wir uns hier angucken. Muss ich kurz gucken, die blaue Kurve gibt den Schnitt sozusagen für Industrienationen an. Die rote Kurve für Entwicklungsländer und das grüne ist der weltweite Schnitt. Wenn wir jetzt gucken auf die blaue Kurve, dann gab es da einen riesen Bewegung sozusagen von Ende der 90er, wo vielleicht irgendwie nur 20% der Bevölkerung irgendwie Mobilfunkverträge hatte, bis hin zu, ja, nach vielleicht nicht mal oder etwa 10 Jahre später, dass 100% Mobilfunkvertrag haben. Jetzt kann man sich fragen, na, wie kann das jetzt, können das jetzt sogar mehr sein danach? Naja, natürlich gibt es dienstliche und private Nummern und dadurch natürlich auch vielleicht mehr Verträge. Aber wir sehen schon, dass es einen rasanten Anstieg gab von Mobiltelefonen und dass es dann allerdings auch eine gewisse Sättigung inzwischen gab und dass sich das jetzt eben einpegelt. Und das wird noch ein bisschen ansteigen, weil auch Kinder leider immer früher Smartphones und ähnliches bekommen. Allerdings gibt es natürlich irgendwann eine Sättigung von dem Markt. Und wir sehen, dass es eigentlich die gleiche Entwicklung gab in den wie in den Industrienationen, auch in den Entwicklungsländern oder Schwellenländern, wo ja die Entwicklung ein bisschen zeitversetzt war, aber eigentlich sehr ähnlich stattgefunden hat und vielleicht die Sättigung ein bisschen eher schon eintritt. Aber im Prinzip sehen wir daran, dass sich in dieser Zeitspanne von eben 1997 bis 2014, die hier abgebildet ist, sich massiv was getan hat. Insofern, wie viele Menschen tagtäglich mit einem Gerät interagieren, was quasi nur mit Software funktioniert. Gut, und das soll sozusagen ein bisschen das veranschaulichen. Und jetzt können wir nochmal anders auf die Welt drauf gucken. Nämlich, wir können jetzt eher mal, das ist ja so die Welt der Hardware, und wir können jetzt mal auf die Welt der Software drauf gucken. Und zwar können wir gucken, was ist dann das im Moment verbreitetste Betriebssystem, und das ist Android mit Mobiltelefonen, mit Smartphones. Das ist das verbreitetste Betriebssystem, und da können wir jetzt gucken, was gibt es da für Apps drauf, was gibt es da für Software drauf. Und hier in der Übersicht sind mal alle Anwendungen, die 5 Millionen Mal runtergeladen wurden. Und zum Vergleich, also wir haben knapp 8 Milliarden Menschen. Ich hoffe, ich habe die Zahl gerade richtig gesagt. Das ist ja so ein False Friend, also 5 Billion, 5 Milliarden. Das heißt, das ist schon relativ viel, wenn eine App 5 Milliarden Mal heruntergeladen wurde und wir nur 8 Milliarden Menschen haben. Natürlich, es gibt mehrfach, ja, ist jetzt irgendwie das Android irgendwie neu auf, dann wird es nochmal nachinstalliert, dann zählt das irgendwie auch mit als Download.
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt nämlich vorinstallierte Apps und die werden dann hier auch mitgezählt. Das heißt, ganz viele von den Apps, die wir hier sehen, sind ja tatsächlich eigentlich Apps, die Google vorinstalliert auf Android Phones. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das, was für den Internetbrowser bei Windows sozusagen Gerichte entschieden haben, dass der eben nicht deinstalliert werden kann, ist tatsächlich hier noch der Standard. Also ich kann diese Apps deaktivieren, oft nicht deinstallieren. Wenn wir jetzt mal alle wegnehmen, die nicht typischerweise nicht vorinstalliert sind, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich jeder Hersteller andere Apps irgendwie vorinstalliert, dann bleibt eigentlich nur noch eine App und die zeigt auch sozusagen die Marktmacht von eben WhatsApp als Messenger, der im Wesentlichen Textnachrichten ersetzt hat. Ne? Und das ist eine beeindruckende Entwicklung, wenn man das zurückverfolgt. Ich meine, irgendwann hat sich jemand das Konzept von SMS ausgedacht und wurde dafür belächelt. Und dann haben die Mobilfunkkonzerne Unmengen eingenommen mit SMS, weil sich Leute wie wild Textnachrichten hin und her geschickt haben. Und dieses Prinzip wurde quasi durch WhatsApp. Natürlich gibt es auch viele andere Messenger, aber wenn wir jetzt auf den weltweiten Markt gucken, dann vor allem durch WhatsApp-Nachrichten abgelöst. Jetzt gibt es 5 Milliarden Downloads, ist jetzt schon relativ viel und dann wird es eben entsprechend dünn, sozusagen, wie viele Apps es da gibt. Wir können jetzt mal ein bisschen weiter gucken, wie viele Apps haben es denn geschafft, dass sie eine Milliarde Mal runtergeladen wurden. Und was ich eben noch nicht erklärt habe, ist sozusagen sind die zwei Achsen. Also auf der X-Achse sehen wir quasi so den zeitlichen Verlauf. An welchem Zeitpunkt wurden diese Milliarde Downloads erreicht? Und auf der Y-Achse habe ich für euch abgetragen, wie lange hat das gebraucht? Also wie viele Jahre war diese App auf dem Markt, bis sie auf diese Downloadzahlen gekommen ist? Und was da relativ interessant ist, dass wir eben sehen, dass eben Apps, die eben weiter unten stehen, also gibt es Apps, die eben so nach 2 Jahren schon diese Downloadzahl erreicht haben, allerdings auch wieder vorinstallierte Apps jetzt hier in diesem Bild und installierte, also wirklich von den Nutzern typischerweise installierte Apps, die wir hier sehen. Und da ist beeindruckend, was für eine Dynamik da drin ist. Also, dass eine App, ein Stück Software, 1 Milliarde Mal heruntergeladen wird in weniger als 1,5 Jahren, ist schon echt beeindruckend. Ja? Und das zeigt eben sozusagen auch wieder mit dem Facebook Messenger jetzt als Beispiel eine beeindruckenden Impact, den man damit erreicht hat. Ein anderes Beispiel ist Twitter, was in aller Munde ist, vor allem weil bekannte Politiker sich über Twitter profilieren. Das hat zwar jetzt 10 Jahre gedauert, bis es bei dem Stand war, ist aber trotzdem und ist erst dieses Jahr sozusagen erst zu diesem Stand gekommen, Mitte dieses Jahres von 1 Milliarde Downloads, ist aber trotzdem eine beeindruckende Leistung. Gut, und dann können wir das noch weiter runterschrauben, können sagen 500 Millionen Downloads und hier möchte ich jetzt gar nicht mehr so lange drauf eingehen, aber wir sehen da auch so ein paar aktuelle Sachen, ja, irgendwie so Netflix und TikTok, die irgendwie in den letzten Jahren extrem populär geworden sind und die vermutlich auch bald die Milliarden Downloads irgendwie voll machen. Und wir sehen aber in dem Schaubild hier auch viele andere Apps, also auch irgendwelche Spiele, Candy Crush Saga oder ähnliches, was zeigt, ja, das ist alles irgendwie Anwendungssoftware, ja, deswegen auch sozusagen der Begriff, das ist eben die spezielle Art, die mobile Anwendungssoftware. Allerdings ist es eine Vielzahl von Bereichen, in denen die eingesetzt werden und damit auch eine entsprechende Fülle von Fällen oder von Bereichen, wo das eben unser Leben beeinflusst. Gut, und jetzt ist die Frage, ist eben die Frage, wie die Relevanz ist, kann man natürlich einerseits irgendwie sehen darin, wie weit Software verbreitet ist. Das heißt, wenn eine Software weiter verbreitet ist, dann habe ich natürlich auch den Effekt, dass
dass diese Software eben mehr Leute nutzen können, dass mehr Leute davon profitieren können. Aber andererseits natürlich auch, wenn es da drin dann Fehler gibt, ja? Wenn es im WhatsApp, mit dem Facebook Messenger, mit Twitter, wenn die Programme Fehler haben, dann hat es natürlich durchaus stärkere Konsequenzen als bei einer Software, die eben nicht so weit verbreitet ist, wie die Spiele, die ich mal irgendwann programmiert habe, weil die sind nicht mal im Netz verfügbar. Gut, jetzt könnte ich sozusagen noch eine andere Dimension aufmachen und sagen, was ist eigentlich der wirtschaftliche Schaden, den wir haben durch Softwarefehler? Ne? Also wir können natürlich einerseits gucken, was haben wir quasi an Benefits von Software, aber was haben wir auch für Probleme durch Software? Da gibt es Schätzungen zu, dass irgendwie 80 Milliarden pro Jahr in Deutschland irgendwie für Softwarefehler oder Softwarepannen und deren Behebung draufgehen. Ich glaube nicht in diese Zahlen, deswegen habe ich die auch nicht auf meine Folien gepackt. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass nicht mal allein der Impact, den ich persönlich habe mit Softwarefehlern, dass der irgendwie quantifizierbar ist, dass man das irgendwie messen kann. Und deswegen würde ich euch gern zu einem, ja, Experiment ist zu viel gesagt, aber zu einem Versuch einladen. Und zwar, ich werde jetzt im Folgenden mal so ein bisschen zeigen, was für Software ich so in meinem Alltag benutze und was für Probleme ich damit habe. Und ich würde euch einladen, das Gleiche im Moodle im Nachhinein zu machen. Das heißt, dass ihr selber mal dokumentiert, was selber habt ihr für Nachteile durch Softwarefehler. Und dann können wir nach einem halben Jahr Revue passieren lassen und das Ganze mal versuchen, was bedeutet das eigentlich für uns, eben diese Softwarefehler und wie können wir damit umgehen. Gut, das heißt, ich möchte damit einsteigen. Ich bin öfter mit der Deutschen Bahn unterwegs und was passiert da, wenn man sich irgendwie eine Route raussucht, aber man ist mit der Route unzufrieden? Man kann der Deutschen Bahn-App sagen, ich möchte über einen bestimmten Bahnhof fahren. Ja, ich kann also sagen, ich möchte von Ulm nach München und ich möchte über Augsburg fahren. So, das ist relativ nett, ja? Man kann das da eintragen. Das gibt vielleicht auch Gründe, warum man das machen will, weil in Donau wird gerade der Bahnhof neu gebaut wird und man da nicht sinnvoll irgendwie von einem Gleis zum anderen kommt. Man möchte vielleicht nicht über in Donau wird umsteigen, sondern man möchte irgendwie in Augsburg umsteigen. Gut, also man kann sowas eintragen. Gut und schön. Allerdings hatte ich dann Probleme, das wieder zu entfernen. Denn der Dialog, der einem das erlaubt, sozusagen auszuwählen, der sieht nicht vor, dass man irgendwie diesen Eintrag wieder entfernt. Das heißt, ich kann zwar sagen, ich möchte über Augsburg reisen, aber ich kann das Augsburg dann auch durch München oder Nürnberg ersetzen, aber ich kriege das dann nicht wieder weg. Und die einzige Möglichkeit ist, da gibt es unten ganz klein auf dem an der Seite. Nee. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Genau, unten in ganz klein sieht man Optionen zurücksetzen. Aber damit wird tatsächlich alles zurückgesetzt, was man da eingestellt hat und ist relativ, ja, kann auf jeden Fall nervig sein. Es hat mich eine Weile gebraucht, um zu gucken und herauszufinden, dass man es tatsächlich nicht rausnehmen kann. Könnt ihr gerne nachgucken. Wenn ihr das schafft, dann würde ich das natürlich gern hören, wie das geht. Gut, unabhängig von sozusagen mit der Bahnreisen gab es vor kurzem einen Streik in Ulm. Die Verkehrsbetriebe haben gestreikt, das heißt, ich bin nichtsahnd zur Haltestelle gelaufen, wollte mich in die Bahn setzen, das ging nicht. Das heißt, habe ich überlegt, wie komme ich jetzt zur Uni? Und da standen diese Roller rum, ja, die jetzt überall rumstehen und die kann man einfach nehmen und das zeigt auch wieder. Sozusagen ist auch wieder ein Anwendungsfall von Software, weil ich muss jetzt nicht noch irgendwo hin und Schlüssel irgendwo ausleihen, sondern ich gehe da einfach hin mit meiner App, installiere die App, muss irgendwie durch den Bezahlprozess durch. Wenn das aber alles geschafft ist und das alles funktioniert, kann ich damit losfahren. Gut, das habe ich versucht. Ich bin losgefahren, ich bin so 10 Meter, 15 Meter gekommen, dann hat das Ding angehalten und hat nicht mehr reagiert. Dann musste ich die Fahrt beenden, dafür bezahlen. Dann konnte ich die Fahrt nochmal neu starten und dann war ich hier oben am Eselsberg angekommen und dann hat die App sich verabschiedet und ich konnte die Fahrt nicht beenden. Ne? Es hat irgendwie so 2, 3 Minuten gedauert, bis ich die Fahrt dann beenden konnte. Und natürlich ist einerseits quasi diese Chance, dass man eben
durch Software sowas auch ermöglichen kann. Allerdings andererseits muss die Software dann auch funktionieren, weil sonst schafft sie mehr Schaden, als dass sie was bringt. Weil in der Zeit mit den ganzen Softwarefehlern wäre ich auch einfach zum Eselsberg gelaufen. Gut, ein anderer Punkt, wir setzen ja jetzt hier an der Uni BigBlueButton ein und das, da hatten wir auch, weil WebEx mal offline war, auch mal eine Besprechung am Institut darüber. Und BigBlueButton, da ist es so, ja, dass BigBlueButton nicht sehr gut damit umgehen kann, wenn man Verbindungsabbrüche hat. Ja, dann startet mal irgendwie das ganz neu, muss sich ganz neu wieder einwählen, muss wohl wieder durch den Verbindungsecho-Test und dann muss man wieder irgendwie sagen, welches Mikrofon man wählen will und dann kriegt man irgendwelche Fehlermeldungen, ganz wilde Fehlermeldungen angezeigt und gut, kann relativ anstrengend sein. Ich kann es nicht empfehlen, aus dem Zug zu benutzen, weil in Deutschland ist es ja so, dass man im Zug quasi einfach keine stabile Verbindung hat, weder über das WLAN vom ICE noch über Mobilfunk. Praktisch ist es allerdings so, dass das durchaus auch als Softwarefehler zu werten ist, was hier passiert ist, weil ein Verbindungsabbruch ist was relativ Natürliches, was passieren kann. Und eine Software müsste in der Lage sein, von sich aus, von selbst die Verbindung wiederherzustellen, ohne dass man fünfmal irgendwo klicken muss und irgendwas probieren muss. Ich hoffe für euch, dass BigBlueButton für euch besser funktioniert. Vielleicht dazu auch noch ein Hinweis. Der ein oder andere nutzt vielleicht die gleichen oder ähnliche Browser wie ich. Ich nutze den Firefox als Browser. Den sollte man mit BigBlueButton möglichst nicht benutzen, weil was da passieren kann, ist, dass man die Sprachverbindung verliert. Und das kann halt zwischendurch irgendwie passieren. Da habe ich gedacht, okay, ist ja kein Problem. Ich habe ja noch einen anderen Browser auf meinem System, der nämlich vorinstalliert ist auf Windows, nämlich Edge. Habe Edge gestartet, habe mich darüber verbunden. Was passierte? Ich habe mit Edge zwar eine Audioverbindung bekommen, aber konnte mit Edge kein Bild sehen. Gut, kein Problem. Das funktioniert natürlich insofern. Man kann den einen Browser nehmen für den Ton, den anderen für das Bild. Aber letztlich sind es natürlich irgendwie schon ärgerliche Softwarefehler und das zeigt auch, wo wir sozusagen stehen. Mit einem immer größer werdenden Software-Stack. Es gibt nicht mehr nur, dass irgendwie vielleicht eine Webseite oder dass irgendein Programm unter irgendeinem Betriebssystem nicht funktioniert, sondern wir haben, was kann jetzt alles schuld sein? Es kann der Browser schuld sein, es kann aber auch ein Plugin in meinem Browser schuld sein, es kann mein Betriebssystem schuld sein, es kann irgendeine andere Software sein, die irgendwie mit meinem Browser interagiert. Das heißt, es ist unglaublich schwer, auch solche Fehler zu entdecken. Nichtsdestotrotz ärgerlich, wenn sowas auftritt. Gut. Und das nächste Beispiel ist das von Zoom. Das ist ein anderes System, was man einsetzen kann. Und zwar wurde Zoom vor kurzem hier ein Screenshot für eine wissenschaftliche Konferenz eingesetzt. Die Konferenzen, die wissenschaftlichen, finden im Moment ja auch nicht in Person statt, sondern nur über virtuelle Formate. Das heißt, hier wurde Zoom eingesetzt und Zoom hatte hier zwei Softwareprobleme, die ich kurz nennen will. Das eine ist, da gibt es oben so ein kleines Speakerfenster. Ja, da sieht man Ina Schäfer, das ist meine ehemalige Chefin bis zum letzten Jahr gewesen. Ina Schäfer heißt nicht Jackson irgendwas, sondern heißt eben Ina Schäfer und offensichtlich gab es da einen Bug, der die falschen Namen zu den Speakern angezeigt hat. Kann man hier noch ganz gut erkennen, dass das wahrscheinlich nicht Jackson sein wird. Allerdings natürlich trotzdem ärgerlich. Was mich noch viel mehr geärgert hat, ist, bei dieser virtuellen Konferenz ist das so, die findet irgendwie 3, 4 Tage statt. Und es gibt immer 90 Minuten Sessions und für jede Session wählt man sich einzeln ein. Was muss man machen? Naja, man muss jedes Mal Zoom neu starten, weil es irgendwie eine neue Verbindung ist. Und beim Starten wird man gefragt nach der E-Mail-Adresse und dem Namen. Das wäre alles kein Problem, wenn man nicht das jedes Mal eintragen müsste. Wenn ich alle 90 Minuten meine E-Mail-Adresse da eintragen muss, ist das natürlich irgendwie schon nervig. Ein anderes Beispiel, auch erst im Forschungskontext. Joscha Bengio ist einer der großen Köpfe und Vordenker für künstliche Intelligenz, nämlich genau genommen einer, dem man Deep Learning zuschreibt.
Und ich war mal auf dessen Forschungsprofil auf Google Scholar unterwegs und habe hier in dieser Tabelle auf Jahr geklickt. Ja, was das machen sollte, ist, ich wollte mir einfach angucken, was hat er so im letzten Jahr oder in diesem Jahr gemacht, statt dass ich das die Publikation, die Veröffentlichung für das Jahr angezeigt bekomme, habe ich diesen Fehler gesehen. Ich glaube, gefühlt habe ich diese Fehlerseite jetzt ja, in den letzten 10 Jahren vielleicht 5, 6 Mal nur gesehen, also doch relativ selten. Allerdings passiert es ab und zu mal. Wenn man die Seite dann einfach nochmal refresht, funktioniert es auch gleich wieder. Allerdings ist das vielleicht auch was, was euch durchaus schon mal begegnet ist. Und auch das ist ein Softwarefehler. Ja, das ist einfach auf einem, da ist vielleicht ein Server, der nicht funktioniert. Vielleicht ist es aber auch, dass Google einfach an dem Code im Hintergrund weiterentwickelt hat, hat was ausprobiert, hat das quasi erstmal auf 1% der Kunden losgelassen. Und ich hatte jetzt einfach das Pech und musste einfach diesen Fehler sehen. Ich schätze, dass man in der Zukunft dahin kommt, dass man diese Fehler quasi gar nicht mehr sieht, dass es einfach nur ein paar Millisekunden länger dauert, bis die Seite lädt und dass wir gar nicht mehr mitkriegen. Weil in vielen Fällen lässt sich sowas natürlich dann auch vermeiden. Gut, und ihr habt es gleich geschafft. Das soll nur so ein bisschen zeigen, wie vielfältig eigentlich diese Fehler sein können. Ich möchte jetzt noch ein paar Fehler zeigen, die mit dem Erstellen der Vorlesungsfolien zu tun haben. Und wenn ich irgendwann mal das nicht rechtzeitig schaffe, die Vorlesungsfolien bereitzustellen, dann könnte es zum Beispiel auch an Softwarefehlern liegen. Nicht unbedingt an dem hier, der ist einfach nur ärgerlich, der hält mich nicht auf. Und zwar passiert Folgendes: Ihr könnt ja in Windows, ich weiß nicht, wie viele das nutzen, aber in Windows kann man Dateien anpinnen. Ja, das heißt, man hat die Programme in der Taskleiste und man kann da bestimmte Dateien anpinnen, die man öfter braucht. So, das habe ich hier mit meinen Vorlesungsfolien gemacht. Die sind LaTeX mit Technisch Center, aber das Ganze ist reproduzierbar auch mit anderen Programmen. Wenn man jetzt eine Datei hinzugefügt hat und verschiebt die in seinem im Dateipfad, dann und klickt auf diese Datei wieder drauf, dann ist Windows so schlau und erkennt, aha, diese Datei wurde verschoben und hängt die neu um und ich kann weiter darauf zugreifen. Es ist aber Folgendes passiert: Ich habe die umgehangen, also ich habe die Datei angepinnt, verschoben, habe die neue Datei geöffnet und was jetzt passiert ist, ist nicht mehr reparabel. Diese Datei kann ich jetzt nur noch zweimal angepinnt haben. Ich kann die jetzt wieder entfernen, aber dann entferne ich beide gleichzeitig damit und ich kann sie auch wieder hinzufügen. Dann sind wieder beide da. Dann kann ich wieder sagen, ich entferne jetzt mal die obere und dann sind wieder beide entfernt. Das heißt, was da passiert ist, naja, es sind plötzlich intern gibt es irgendwie einen Zustand, der darüber hinausgeht, über das, was ich hier offensichtlich sehe und der über diese reinen Dateipfade hinausgeht. Und dieser Zustand ist offensichtlich fehlerhaft, weil man möchte ja die gleiche Datei auf dem System nicht einfach zweimal in dieser Liste haben. Gut, hier möchte ich euch vielleicht ein bisschen zeigen, wie das Prinzip von meinen Folien ist. Muss gucken, ob ich hier eine sinnvolle Position finde, wo ich zu sehen bin. Ist aber auch jetzt nicht so entscheidend. Und zwar, was ich mache, ist, ich erzeuge einfach Folien, die einen grünen Hintergrund haben. Und den grünen Hintergrund seht ihr hier natürlich nicht, weil der in meinen Folien rausgeschnitten wird. Das heißt, ich erstelle aus LaTeX ein PDF. Das PDF zeige ich dann an mit Acrobat. Ich könnte sagen, selbst schuld, aber ihr habt noch nicht alles gehört, was Acrobat so Tolles verzapfen kann. Und zwar generell, und das ist vielleicht eine interessante Info für euch, wenn ihr irgendwann mal die Bachelorarbeit oder Masterarbeit druckt, wofür Adobe bekannt ist, ist Farbräume zu manipulieren. Also, wenn ihr mit Adobe ein PDF zum Drucker schickt, dann denkt sich Adobe, oh, Moment, ich weiß ja, dass auf dem Bildschirm Sachen anders aussehen als ausgedruckt, also wird der Farbraum verändert. Warum ist das für euch relevant, wenn ihr eine Bachelorarbeit druckt? Sobald ihr Graustufen habt, wird aus diesem reinen Grau, was eine Schwarz-Weiß-Kopie ist, wofür man weniger zahlt als für eine Farbkopie, wird plötzlich zu einer Farbkopie
und wird auch so gezählt. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Graustufen druckt und ihr geht irgendwo in einen Copyshop und die werden 100 pro Adobe nehmen, um das zum Drucker zu schicken, dann wird der Farbraum so verändert, dass es plötzlich eine Farbseite für euch wird. Ist ärgerlich, kann man irgendwie mit umgehen. Das gleiche machen sie andersrum auch, wenn sie Dokumente digital anzeigen, dann werden auch die Farben leicht verändert, damit sie so aussehen wie gedruckt. Das System dahinter verstehe ich nicht ganz, aber das ist das, was passiert. Ja? Also ihr könnt ein PDF erstellen oder ihr könnt mit Microsoft Word, könnt dann ein Dokument erstellen und packt dann ein gewisses Grün rein oder eine andere Farbe und öffnet das mit dem Adobe Acrobat Reader und es wird ein anderes Grün anzeigen. Was jetzt allerdings der tatsächliche Fehler ist, mit dem ich jetzt hier zu tun hatte, war, dass Adobe ab und zu sporadisch Seiten anders anzeigt. Und zwar mit einem anderen Grün. Und sporadisch heißt, ich mache die Folien auf und in 20% der Fälle ist eine der Folien hat plötzlich einen anderen Farbton. Und das ist natürlich besonders ärgerlich und das werdet ihr vielleicht ab und zu auch mal in meinen Aufzeichnungen sehen, wenn ich keine Lust hatte, das Ganze nochmal durchzuführen, weil der Farbton unterscheidet sich von einem satten Grün und wird deswegen, und das sehen wir hier ganz gut illustriert, nicht rausgeschnitten und dann bin ich eben nicht zu sehen. Das ist aber ärgerlich und so sporadische Fehler, und da kommen wir auch später noch drauf, sind eigentlich auch extrem schwer zu finden. Gut, und dann muss ich das Ganze ja auch noch schneiden. Das heißt, es gibt nicht nur, ich bin dann noch nicht fertig mit den Softwarefehlern, sondern dann muss ich das Ganze auch aufnehmen und schneiden und das Ganze mache ich mit OBS, was ein tolles Werkzeug ist, aber sich leider ab und zu aufhängt. Das nicht nur einmal, sondern das habe ich auch schon mehrmals gesehen. Und das ist natürlich insofern ärgerlich, weil ich dann in den meisten Fällen einfach nochmal 20 Minuten erzählen muss, um das wieder in den Kasten zu kriegen. Gut, das war so ein kleiner Exkurs. Ich weiß, das war jetzt auch schon relativ lang, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was Software für mich selber bedeutet. Natürlich ist das alles nur möglich durch die ganze Software, die da ist. Ja? Und es ist auch teilweise kostenlose Software, teilweise aber auch kommerzielle Software, die jetzt darunter war. Und wir sehen, Softwarefehler gibt es irgendwie überall. Und es ist nicht immer das Große, dass irgendwie ein Flugzeug abstürzt, dass eine Rakete abstürzt, dass Menschenleben davon abhängen, sondern in vielen Fällen ist der Einfluss deutlich subtiler und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass man das tatsächlich irgendwie messen kann. Das Einzige ist, wo mir wahrscheinlich alle zustimmen, wir wollen irgendwie dahin, dass Softwarefehler noch deutlich seltener werden. Ja, und da wollen wir mit dieser Vorlesung auch hin. Wir wollen euch ein paar Konzepte mitteilen, mit denen man Fehler zumindest reduzieren kann, vermeiden kann, die unwahrscheinlicher machen kann. Es wird nie eine Welt ohne Softwarefehler geben. Das ist eigentlich vollkommen klar. Gut, aber wir sehen, und das zeigen vor allem die Zahlen mit App-Downloads, dass Software einen unglaublichen Impact in unserem Leben hat. Und das war jetzt einfach mal nur ein Überblick über Anwendungssoftware, aber ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich auch in vielen anderen Bereichen alles, was mit Mobilität zu tun hat, da steckt Software drin. Allein unsere Infrastruktur, sowas wie Elektrizität und ähnliches, Kernkraftwerke und ähnliches, die haben einen großen Anteil an Software und all das ist natürlich sozusagen kritisch für unser tägliches Leben. Gut. Im nächsten Teil werden wir uns angucken, was hat jetzt Software eigentlich mit so ingenieursmäßiger Entwicklung zu tun oder mit dem Ingenieurtum. Da kommen wir gleich drauf, aber bevor wir das machen, habe ich wieder zwei Aufgaben für euch und das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Und zwar haben wir eine Aufgabe für jetzt und zwar, ich würde euch bitten, jetzt einfach mal zu dokumentieren, was war ein Softwarefehler, eine Softwarepanne, von der ihr persönlich betroffen wart? Das heißt, jeder hat da irgendwas zu berichten, da bin ich ziemlich sicher. Das kann so was Kleines sein, wie manche meiner Fehler hier in den Folien. Das könnte aber tatsächlich was Größeres gewesen sein. Mich würde es freuen, wenn ihr da einfach mal was raussucht, was euch in eurem Leben zum Beispiel oder im letzten halben Jahr, im letzten Semester am meisten betroffen hat.
Die zweite Aufgabe ist eher eine langfristige Aufgabe, und zwar würde ich euch gerne einladen, über das Semester mal zu dokumentieren und jetzt wirklich vielleicht auch nur die Vorlesungszeit, das können wir dann nochmal überlegen, oder über das komplette Wintersemester, und im Sommersemester werden wir das mal auswerten und dann werde ich mal einen Überblick geben, was habt ihr denn für Softwarefehler in diesem halben Jahr, in diesem Semester erlebt? Und ich würde dann in der Vorlesung auch so einen kleinen Überblick über die interessantesten Fälle davon geben. Dafür ist eigentlich notwendig, dass ihr mitmacht, und ich würde mich freuen, wenn ihr da wirklich alles dokumentiert, was euch irgendwie unterkommt. Und wenn ihr da irgendwie was seht, was vielleicht schon dokumentiert ist, dann könnt ihr das aber vielleicht trotzdem irgendwie mit einem Hinweis darauf dort einfügen. Für die erste Aufgabe würde ich euch empfehlen, vielleicht wirklich den Absatz erstmal im Texteditor einfach bei euch irgendwie zu schreiben. Wenn ihr habt, könnt ihr da auch gerne ein Bild hinzufügen und das dann auf Moodle entsprechend hochzuladen. Ihr könnt es auch direkt in Moodle eintragen, aber versucht euch die anderen Beiträge erst anzugucken, wenn ihr selber euren Absatz dazu geschrieben habt. Gut, und damit sind wir auch durch mit dem Teil und ich freue mich auf eure Beiträge. Bis gleich.